Regional, zuverlässig und fair. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Odelzhausen. Wir wünschen gute Unterhaltung bei Ortschaft der Woche. Es wird aufgesperrt. Wir sind hier in Sulzimoos mit Gerhard Heinzinger, der Bürgermeister seines Zeichens. Allerdings muss man sagen, die Aufgaben sind verteilt, gell, Herr Bürgermeister? Sie sind ja Verwaltungsgemeinschaft. Wir sind eine Verwaltungsgemeinschaft und der Sitz der Verwaltung ist in Odelzhausen. Das heißt, Sie müssen manchmal pendeln zum Arbeiten? Ich pendle eigentlich nur zu den Sitzungen nach Sulzimoos, arbeiten durch immer in Odelzhausen. Wenn Sitzungen also hier vor Ort sind, sind Sie da? Die Gemeinderatssitzungen sind immer hier. Sie haben aber für Gemeinderäte, das sind viele Stühle, wie ich sehe. Wir haben 14 Gemeinderäte plus Bürgermeister. Wann sind Sie es denn geworden, Herr Bürgermeister? 1996. Das ist aber schon jetzt eine Ära, oder? Ja, es ist schon relativ lang, das wird schon bald 20 Jahre. Können Sie es nicht so schlecht machen? Oder wie schätzen Sie Ihre Arbeit selbst ein? Weiß ich nicht. Das entscheidet immer wieder der Bürger. Ja. Also anscheinend war es ganz gut in der Vergangenheit. War das ein Ziel von Ihnen, irgendwann mal Bürgermeister zu werden? Oder hat sich das halt ergeben und dann hat man gesagt, machen wir es einmal? Also ein Ziel ist, glaube ich, ehrenamtlich Bürgermeister zu werden, nicht. Mhm. Man beginnt irgendwann, sich für Politik zu interessieren. Bei mir war das relativ früh, weil ich war schon in sehr jungen Jahren im Gemeinderat. Ich war also, bevor ich Bürgermeister geworden bin, schon 18 Jahre im Gemeinderat. Politiker-Urgestein, oder? Eigentlich ja. Woher kommt das Interesse an der Politik oder am Gemeinwohl mitarbeiten zu wollen? Ja, ich glaube, auf dem Land ist ohnehin mehr verbreitet. Man kümmert sich um seine Orte und das Zweite ist wahrscheinlich das Elternhaus, das immer prägt. Und bei mir war es dann so, dass ich nach einiger Zeit Bürgermeister festgestellt habe, dass ich auf Urkunden gestoßen bin, die von meinem Urgroßvater sein, der auch Bürgermeister war. Ach ja, wirklich? Und in der Verwandtschaft ist das nicht selten. Da sind also sehr viel politisch interessiert gewesen und haben politische Ämter gehabt. Also ein genetischer Vorfall sozusagen. Scheint so zu sein, ja. Was ist denn das Schöne in Sulzimoos für das Gemeinwohl da zu sein? Ich meine, es ist ein übersichtlicher Ort, den man natürlich dann auch mit den Leuten, man kennt sich, man trifft sich, man kann normal miteinander reden, ohne des Amtes natürlich als Vorurteile, oh, der Bürgermeister kommt, wir dürfen nichts sagen, dass also dieses Miteinander doch durchaus auch im Amt durchgezogen werden kann. Ich glaube, das ist bei uns sowieso nicht, dass man da sagt, der Bürgermeister kommt, man ist einer von dieser Gemeinschaft und da ist keine Distanz zwischen Bürgern und Bürgermeistern. Das Schöne, es sind eigentlich zunächst einmal die Bürger. Mhm. Wir haben hier noch relativ unverdorbene Bürger. Es gibt auch nicht diese großen Gruppierungen, die gegen alles sind. Das wird zwar schwieriger im Laufe der Zeit, aber insgesamt ist es noch eine intakte Gemeinschaft. Es ist schön, mit den Bürgern zusammenzuarbeiten. In einem neuen Haus relativ, gell? Das ist ein sehr, ja, ein jungfräulicher Bau, so wirkt er zumindest. Ja, er ist nicht sehr alt. Wir haben also in der Vergangenheit unsere Sitzungen in diesem alten Schulhaus auf der anderen Seite gehabt. Okay. Und das ist mit der Zeit so marode geworden, dass wir uns überlegen haben müssen, ob wir dieses Schulhaus herrichten, was sehr, sehr schwierig gewesen war, was auch nicht eigentlich geeignet war für ein Rathaus. Mhm. Man hat hier einen ehemaligen Schulraum gehabt und den hat man so hergerichtet, dass man wenigstens Gemeinderatssitzungen halten hat können. Mhm. Aber sonst hat es mit einem Rathaus nichts zu tun gehabt. Und dann war natürlich auch da drüben der Wasserverband untergebracht und da war es fast schon immer zumutbar, dass man seine Büros unterhalten hat. Dann ist die Entscheidung gefallen im Gemeinderat, dass wir ein neues Rathaus bauen, eben auch nach neuesten Gesichtspunkten. Sie sehen es ja, beim Hergehen haben wir schon gesagt, da ist kein Kamin drauf. Wollen wir das mal von draußen anschauen? Gehen wir einfach mal raus, dann sehen Sie, wie das von außen wirkt, das Rathaus hier in Sulzimoos. So, und jetzt sehen wir das Rathaus in voller Pracht. Also energiepolitisch ist das ein Meisterwerk, oder Herr Bürgermeister? Ob es ein Meisterwerk ist, das weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall haben wir keinen Kamin drauf auf dem Haus. Das zeigt, dass es alternativ restbeheizt wird, was eigentlich keine Heizung braucht. Das ist ein Passivhaus und wir haben zur Sicherheit eine Luftwärmepumpe auf der anderen Seite installiert und das reicht aus. Sie haben ein großes Lob bekommen vom Schuster, vom Adi, den wir ja schon besucht haben, im alten Schulhaus, weil er gesagt hat, Sie haben ihm einfach den Raum zur Verfügung gestellt, ohne drüber nachzudenken.
Ja, das haben wir eigentlich traditionell getan. Der Schuster war, bevor wir eigentlich das schon intensiver genutzt haben, da drin haben wir gesagt, der Schuster bleibt, weil der einfach eine Institution ist. Man kann ihn brauchen, die Bevölkerung nimmt ihn immer noch an und wir haben auch Freude drauf, was er macht. Das ist ja das Schöne an diesen Orten, ne? Dass nur so diese alten Originale da sind. Den muss man festhalten, oder? Ja. Aber das Neue kommt natürlich auch dazu. Ist auch wichtig für einen Ort, damit er weiterlebt. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, immer wieder eine Kombination aus Neu und Alt zu finden, aus vernünftiger, zweckmäßiger Nutzung und aus Erhaltung einfach von Tradition und Brauchtum. Auf was sind Sie besonders stolz hier im Ort, was der Bürgermeister Heinzinger durchgesetzt hat? Ich glaube, das Wichtigste habe ich am Anfang schon gesagt, besonders stolz kann ich auf die Bürger sein. Ja. Was ich durchgesetzt habe, naja, wir haben eine ganze Menge, 20 Jahre ist ja eine lange Zeit, entwickelt. Wir hatten anfangs fast keine Arbeitsplätze mehr am Ort, weil sich die Struktur verändert hat. Die Landwirtschaft ist zurückgegangen und auch der Landwirtschaft zu. Arbeitendes Handwerk hat es dann nicht mehr gegeben. Und dann haben wir irgendwann neue Arbeitsplätze gebracht und haben ein Gewerbegebiet entwickelt. Und da haben wir ganz ein tolles Gewerbegebiet mit vielen Arbeitsplätzen. Und das ist immer eine Kraftanstrengung, das durchzusetzen. Was ist denn anstrengend als Bürgermeister? Also ich glaube, anstrengend als Bürgermeister seien schon die vielen Termine. Das ist schon etwas, was sicher auch zu Recht erwartet wird von einem Bürgermeister, was man aber mit unterbringen muss. Und man muss vor allen Dingen mit Familie vereinbaren können. Und da braucht man verständnisvolle Familie und Frau. Weil es auch ehrenamtlich ist, gell? Bei mir ist noch dazu ehrenamtlich. Und man hat ja seinen Hauptberuf. Ich bin vom Hauptberuf her Lehrer und mache das nebenbei. Was sind Sie denn für Ihre Lehrer? Was für Fächer unterrichten Sie denn, Herr Heinzinger? Ich bin ein studierter Maschinenbauer. Und habe dann eine Zeit lang bei BMW Auto mitentwickelt. Und dann bin ich ins höhere Lehramt gewechselt und unterrichte dann ja, alle Maschinenbauberufe. Ich habe eine lange Zeit Flugzeugmechaniker unterrichtet im Fliegerhaus und was sich halt jetzt so ergibt. Ganz kurz, was sind die Parallelen zwischen dem Bürgermeisteramt und dem pädagogischen Amt? Ach, ich glaube, da gibt es schon welche. Das Gefühl, mit Menschen umzugehen, das braucht man bei beiden. Und auf Menschen eingehen zu können. Und wenn man das Gespür hat, dann kommt man als Bürgermeister relativ gut klar. Es scheint zu funktionieren, mehr schon als 20 Jahre. Lieber Herr Bürgermeister, danke, dass wir hier sein durften. Wünschen alles Gute. Sauber bleiben und gesund bleiben im Amt. Das ist das Wichtigste, das gesund bleiben. Ich sage danke, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich für die Gemeinde Sulzimus interessiert haben. Ehrlich. Und ich bin gespannt auf den Bericht dann. Ja, das dürfen Sie sein. In diesem Sinne alles Gute und Dankeschön. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder zu einer Ortschaft der Woche. Servus. Die Ortschaft der Woche wurde präsentiert von den Stadtwerken München. Strom und Erdgas der Stadtwerke München gibt es auch in Odelshausen. Wechseln auch Sie!